und haben dort bei dem Barcamp eben 3 Sessions angeboten zu Learning Analytics, zu studentischer Partizipation und zu How to Party on a Digital Campus. Dann waren der Jorin und ich noch bei der Peer-to-Peer-Beratung, denn auch das ist dem HFD sehr wichtig, dass bei den Strategieberatungen der Hochschulen auch die studentische Perspektive eben mit reinkommt. Und zu guter Letzt, kurz bevor nichts mehr in Präsenz ging, waren Co. und ich noch bei der Weimarer Unfreezing Conference und haben dort die Keynote einmal über Digitalisierung der Hochschulen, das war die Co., und studentische Partizipation gesprochen. Und dann kam Corona. Und eigentlich sollten wir unser nächstes Treffen bei der Uni Leipzig abhalten. Und dann wussten wir, okay, das geht so nicht. Dann haben wir nochmal geguckt, ob es vielleicht in Berlin geht. Im Ideenlabor war dann angedacht. Aber Ende März war dann ganz klar, dass eben gar nichts geht und dass wir wie alle anderen auch online gehen müssen, auch mit unseren Changemaker-Treffen, was natürlich sehr schade war, aber wir haben das Beste draus gemacht. Wir haben uns getroffen und haben geschaut, was ist denn jetzt in dieser ganz speziellen Situation wichtig für die Studierenden, und haben praktisch als Corona-Taskforce eine Bedarfsanalyse erstellt, welche konkreten Schwierigkeiten es gibt und wie wir eventuell dann den Studierenden helfen können und die Lehrenden für die Problematiken der Studierenden sensibilisieren können. Und dann kamen wir praktisch darauf, dass, also ganz wichtig, das Zeitmanagement wurde schwieriger für die Studierenden, weil also der geregelte Tagesablauf einfach weg war. Es gab natürlich kein Campusleben mehr, das heißt, die ganzen Lerngruppen und so, das war alles auf Eis gelegt und die Prüfungslast ist gestiegen, auch die Partizipationsmöglichkeiten sind zurückgegangen und natürlich war das nicht nur für die Studierenden, für uns alle eine wahnsinnige mentale Herausforderung, das Ganze irgendwie zu stemmen und deswegen musste man auch da nach der Gesundheit schauen. Ja, und aus diesen Herausforderungen und aus der Corona-Taskforce haben sich dann dadurch einige Projekte ergeben. Als erstes möchte ich erwähnen den Semester-Hack, den bundesweiten Hackathon des Hochschulforum Digitalisierung. Dort haben wir uns die Frage gestellt, beziehungsweise hat sich die Organisation, wo wir mitgeholfen haben, die Frage gestellt, wie können wir das digitale Semester, Sommersemester hacken. Und da kamen beachtliche Ergebnisse bei raus, 900 Registrierungen auf MetaMost. Wir haben 76 eingereichte Projektideen und 4 dieser Projektideen werden bereits schon vom BMBF gefördert. Also das wird auch kommt jetzt auch in die Umsetzung. Da auch ein Dankeschön an Till Rückwart und Florian Rampelt für die Organisation und auch das ganze Organisationsteam. Des Weiteren haben wir die Student Community aufgebaut, beziehungsweise der René hat sich da den Fokus drauf gelegt, die Community aufzubauen. Und momentan sind wir bei mehr als 70 Studis im MetaMost-Channel, wo wir uns regelmäßig austauschen. Zudem hat René auch die Lokalgruppen gemeinsam mit der alten Digital Changemaker Gruppe aufgebaut und darüber wird auch später gleich nochmal tiefer eingehen. Und die Leonie, beziehungsweise Leonie, hat gemerkt, dass wir genau diese mentalen Schwierigkeiten haben, weil wir kein soziales Leben am Campus haben. Und um dieses Problem zu lösen oder um diese Einsamkeit entgegenzukommen, hat sie dann die Digital Happy Hour ins Leben gerufen und genau, how to party, where's the party on the virtual campus? Diese Frage hat Leonie sich gestellt, schon bevor wir überhaupt den Lockdown hatten. Das war Anfang Dezember und man hat gemerkt, das Thema wurde in den letzten Monaten viel, viel heißer diskutiert und ja, deswegen kam das ins Leben und wir freuen uns, was dann die Leonie darüber zu sagen hat.
Ja, super, danke. Also mich hat eben schon lange vorher, bevor wir sozusagen den tatsächlichen Testfall hatten, mich interessiert, wie man den sozialen Ort Campus auch online überhaupt machen kann, weil für mich Lernen und Studienerfolg auch viel damit zu tun hat, mit dem sozialen Miteinander, dass es was damit zu tun hat, wie oft man auf Veranstaltungen der Fachschaft ist, wie oft man da einfach auftaucht. Und dann kam ja der tatsächliche Testfall. Und René und ich haben uns dann die Digital Happy Hour initiiert, ist noch ein bisschen früh, auf jeden Fall haben wir damit ein Angebot geschaffen, ein niederschwelliges Angebot für Studierende, sich auszutauschen, einmal im Monat und eben über Themen zu reden, die eben im Digitalsemester, im Studium von zu Hause eben relevant sind. Eben und direkt gestartet mit der Frage, how to party on the Digital Campus. Und wir haben festgestellt, die Party findet weiterhin statt. Sie findet statt in Videokonferenzen, sie findet statt auf Discord oder auf Mumble und dass tatsächlich die Fachschaften und auch einzelne Studierende einfach sehr kreativ geworden sind, das auch weiterhin zu schaffen und da schöne Erinnerungen miteinander zu schaffen und miteinander zu interagieren. Und das haben wir dann uns dann weiter mit O-Phase zum Beispiel beschäftigt, aber dann eben auch mit Tops und Flops auch einfach die Gelegenheit gegeben, dass Leute sich auch einfach mal auskotzen können, weil das ist ja auch irgendwas, was immer sehr wichtig ist und was normalerweise vielleicht auch mal zwischen Tür und Angel auf dem Campus passiert, dass man sich irgendwie trifft und sagt, was war das denn jetzt eigentlich? Aber was wir eben festgestellt haben, ist, es geht mehr digital, als man am Anfang denken würde. Aber auf der anderen Seite fehlen einfach so Zufallstreffen, Zufallsbegegnungen, wie sie halt normalerweise, wenn man sich in einem Raum miteinander bewegt, einfach passieren. Und dass man einfach sehr viel mehr planen, sehr viel mehr Zeitplanung haben muss, um tatsächlich weiter ein Sozialleben zu haben im Digitalen. Und wir sind natürlich gespannt, wie sich das dann jetzt im kommenden Semester, das ja dann hybrid sein soll, dann weiterentwickeln wird. Ein weiteres Thema, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben, vielleicht nicht mehr inhaltlich, aber auf jeden Fall mit anderen AkteurInnen, ist die Live-Diskussionsreihe Wintersemester is coming. Ah, jemand hat Frühstück bekommen, das freut mich. Ich glaube, jemand muss sein Mikrofon muten. Weiß jemand, wer das Mikrofon muten kann? Okay, ich freue mich, dass alle Leute ein gutes Frühstück haben. Ich nicht. Ich habe bisher Kaffee, aber der ist auch sehr gut. Auf jeden Fall, wir waren bei der Livestream-Reihe, die zuerst entstanden ist aus der Idee, ein Vision Paper zu verfassen. Und dann die Idee kam, für das Vision Paper Ideen zu generieren aus Interviews, die wir führen mit unterschiedlichen bildungspolitischen AkteurInnen. Daraus sind dann insgesamt 9 Livestreams entstanden, die ihr eben auch auf YouTube immer noch sehen könnt, auch auf der Webseite des Hochschulforums praktisch zusammengestellt. Und wir haben uns sehr gefreut, dass viele Leute Interesse hatten, auch mit uns zu sprechen in so halbstündigen Slots. Unter anderem von der GEW, vom Bundesverband Ausländischer Studierender, von der Hochschulrektorenkonferenz, dem Landesastentreffen Nordrhein-Westfalen und auch viele Leute aus der HFD-Community, die sehr spontan zum Teil zugesagt haben, wo auch jetzt an dieser Stelle mein Dank auf jeden Fall rausgeht an all die dabei waren. Was dann insgesamt aus dem Ganzen rauskommt, wird auf jeden Fall noch dieses Jahr veröffentlicht werden auf die eine und die andere Weise. Aber was ich jetzt schon sagen kann, ist, es hat sich ein sehr großer politischer Handlungsbedarf gezeigt. Prüfungen waren ein sehr großes Thema, wie das damit weitergeht. Und die Studierenden hatten häufig das Gefühl, sehr viel schlucken zu müssen, also sehr viel zurückstecken zu müssen. Und dass dieses, es ist gerade Pandemie, wir müssen alle zurückstecken, schon sehr viel auf ihrem Rücken ausgetragen wurde. Genau, und weiter geht es jetzt mit der Student Community. Ich bin der schon mehrfach referenzierte René, der jetzt erzählen wird, was wir hier angegangen sind gemeinsam.
Wir haben festgestellt, dass es einen besonderen Bedarf dafür gibt, die Studierenden innerhalb der HFD-Community anzusprechen, denn der größere Teil der Community besteht ja doch aus Lehrenden und MitarbeiterInnen und wir glauben eben, dass es wichtig ist, dort einen besonderen Raum für Studierende anzubieten. Wir haben uns das ein bisschen konzeptionell überlegt als Zwiebelmodell, als Schalenmodell, wo eben die Student-Community eine Teilmenge der HFD-Community ist und dann wiederum sind Digital Changemaker solche Studierenden, die sich aktiv in besonderen Projekten einbringen, sei es entweder wie wir in der Studentischen Zukunfts-AG, sei es in anderen Projekten des Hochschulforums oder auch vor Ort. Da kommen wir gleich nochmal zum Konzept der Lokalgruppen. Uns war wichtig, mit der Student Community eben einen Anlaufpunkt für einzelne Studierende auf der einen Seite bilden zu können, denn man hat irgendwie als Studierender mitbekommen, dass es dieses HFD gibt. Man meldet sich im MetaMost beispielsweise an und dann versucht man erstmal irgendwie Anschluss zu finden. Dafür haben wir den offenen Kanal Student Community eingerichtet, um dort eben eine Austauschmöglichkeit und eine Vernetzungsmöglichkeit zu schaffen. Wir wollen auf der anderen Seite aber auch in gezielter Aktion die verschiedenen Studierendenvertretungen, sei es auf Hochschulebene, sei es auf Landesebene oder auch auf Bundesebene, zusammenbringen, verschiedene studentische Hochschulgruppen und Verbände und dort eben gemeinsam das tun, was das Hochschulforum sich als Agenda auf die Fahnen geschrieben hat, nämlich eben ein Forum für den Austausch zum digitalen Wandel in den Hochschulen zu bieten. Dieses Netzwerk von digital engagierten Studierenden spannt sich im besten Fall über das gesamte Bundesgebiet und darüber hinaus und wir sehen, dass es jetzt gut anläuft und hoffen, dass es dann demnächst auch noch größer wird. Insofern, wenn hier jetzt gerade Studierende dabei sind, die noch nicht in der Student Community sind, schaut gerne auf der Website vorbei, dort findet ihr weitere Informationen. Genau, innerhalb der Student Community gibt es 3 Möglichkeiten, sich einzubringen. Das ist einmal informieren, vernetzen und mitmachen, je nachdem, wie man sich einbringen kann und möchte. Die niedrigschwelligste Möglichkeit ist das Informieren über die Homepage des HFDs, die diversen Publikationen oder auch die Newsletter. Dort erfahren die Studierenden dann, was sie sich heraussuchen möchten. Eine weitere Ebene ist die Vernetzung und der Austausch, sei es entweder über die MetaMost-Plattform und den eben schon angesprochenen Kanal oder auch auf Twitter. Insgesamt ist die HFD-Community ja sehr aktiv auf Twitter und auch wir Studierenden benutzen da unter anderem den Hashtag Digital Changemaker, um uns eben dort zu vernetzen. Es gibt zum Beispiel auch eine Twitter-Liste, wo verschiedene Accounts zusammengefasst werden, die eben ja Studierende sind und studentische Themen darstellen. Und zu guter Letzt haben wir als 2. Jahrgang uns dazu entschieden, einen Instagram-Kanal einzurichten. Wir glauben eben, dass Instagram ein gutes, geeignetes soziales Medium ist, um Studierende, junge Leute anzusprechen und dort glauben wir, viel Reichweite generieren zu können. Und die letzte Ebene ist das Mitmachen. Auch dort gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, sich einzubringen, sei es punktuell bei bestimmten Veranstaltungen, entweder unsere Student Hangouts, Hackathons. Man kann sich temporärer an Projekten einbringen, die dann eine begrenzte Laufzeit haben oder eben auch kontinuierlich, sei es in der Zukunfts-AG oder in den Lokalgruppen, zu denen wir jetzt kommen. Es gab schon damals im Jahr 2019 und wahrscheinlich auch schon 2018 die Idee, das bundesweite Engagement oder das Engagement der bundesweiten AG sozusagen an die Hochschulstandorte zu bringen. Und daraus entstand dann eben die Idee, das über sogenannte Lokalgruppen zu machen. Lokalgruppen sind im Grunde genommen die Studierenden vor Ort an den Hochschulstandorten, die sich dort mit dem Thema Digitalisierung der Hochschule, Digitalisierung in Studium und Lehre auseinandersetzen, sich austauschen und dort den Hochschuldiskurs in diese Richtung voranbringen. Wir halten das für eine sehr gute Initiative, weil wir davon überzeugt sind, dass der digitale Wandel an den Hochschulen jeweils individuell und speziell ist und dass es keinen One-Size-Fits-It-All-Approach geben kann. Und darum wollen wir eben mit dieser Initiative die Studierenden vor Ort mobilisieren, unterstützen und eben auch aktivieren, dort die studentische Stimme für die Digitalisierung zu sein. Auch dort wollen wir ein bundesweites Netzwerk von Lokalgruppen aufbauen. Alexa und ich, Alexa aus dem vorherigen Jahrgang, sind aktuell dabei, einen Leitfaden zur Bildung einer Lokalgruppe zu entwickeln.
Dort steht drin, was eine Lokalgruppe ist, welche verschiedenen Studierenden dabei sein können, mit welchen Funktionen, welche Themen eine Lokalgruppe bearbeiten kann und dann eben auch, wie die Anbindung untereinander und auch die Anbindung zum HFD ist. Und uns hat letztens gefreut, dass sich jetzt abzeichnet, dass das HFD Möglichkeiten hat, die Lokalgruppeninitiative umfangreich zu unterstützen. Genau, und zu guter Letzt, was ich schon angerissen habe, das Vision Paper, das inzwischen wahrscheinlich kein Paper mehr sein wird. In der ursprünglichen Vorstellung hatten wahrscheinlich alle im Kopf, so etwas Ähnliches zu machen wie das Thesenpapier des ersten Jahrgangs. Aber grundsätzlich hat sich dann für uns herausgestellt, nachdem wir eben die Livestream-Reihe gemacht hatten und dann jetzt Ende September nochmal einen Workshop durchgeführt haben, in dem zu den unterschiedlichen Themenbereichen, die wir uns rausgesucht haben, Governance, Curriculum und Campus, nochmal Externe eingeladen haben und darüber diskutiert haben, festgestellt, dass das Interesse von allen Beteiligten eher ist, weiterhin ein audiovisuelles Projekt zu bleiben. Also dass wahrscheinlich auch die Ergebnisse, die Thesen und die Empfehlungen, die Visionen, die wir ableiten aus dem Prozess, dann eben auch in einem Videoformat zur Verfügung gestellt werden, wo die genaue konzeptionelle Arbeit dann jetzt eben direkt nach dem Festival beginnen wird, weil wir leider alle vorher keine Kapazitäten hatten. Aber wir freuen uns total, da dann auch wieder in den Dialog mit der Community zu gehen und unsere Visionen und Ideen für Hochschulen im neuen Normal dann zu präsentieren. Ja, zu guter Letzt wollen wir dem HFD Danke sagen für ein fantastisches Jahr gemeinsam mit wunderbaren Menschen, sowohl in unserer Gruppe als auch extern. Und natürlich wollen wir Danke sagen an Jasmin, die immer fröhlich, stets erreichbar, liebenswert und einfach wunderbar ist. Und wir können ihr ja leider heute keinen normalen Blumenstrauß übergeben, aber wenigstens virtuell wollen wir das machen. Und damit schließen wir den Beitrag. Und Jasmin, wir hoffen, er gefällt dir. Und vielen Dank für das tolle Jahr. Und vielen Dank fürs Zuhören an jetzt heute die TeilnehmerInnen. Ich glaube, jetzt haben wir auch ein bisschen Zeit für einige Fragen. Falls jemand Fragen hat, einfach reinschreiben. Oder reinschreien, wenn man das darf. Genau, an der Stelle auch nochmal vielen Dank an euch für die Präsentation, für die Einblicke. Ich bin jetzt auch ein bisschen gerührt. Danke euch für ein tolles gemeinsames Jahr. Jetzt wäre genau noch die Frage, wir haben auf jeden Fall noch 7 Minuten und es sollte natürlich auch interaktiv bis zum ganzen Grad zugehen, auch wenn es ein Talk ist. Das heißt, alle, die jetzt in der Audience sind, stellen Sie wirklich gerne Ihre Fragen im Chat und im Q&A-Tool. Und wir hätten auf jeden Fall noch gute 5 Minuten Zeit, da gemeinsam drauf zu klicken. Vielleicht gibt es auch einzelne Aspekte. Sie sagen, da möchten Sie noch ein bisschen mehr erfahren. Ansonsten, glaube ich, könnten wir auch noch vielleicht zu den Projekten, die gerade anstehen, noch sprechen oder ein paar Einblicke geben. Wir sind da flexibel und richten uns gerne an, ja, danach aus, was die ZuhörerInnen denn interessiert. Ja, also vielleicht das TLDR für Christine Kühn, die leider nicht rechtzeitig in den Raum gekommen ist. Wir haben viel gemacht. All unsere Pläne wurden durch Corona um den Haufen geworfen. Wir haben gut improvisiert und viele Projekte realisiert. Und bitte hören Sie Ihren Studierenden zu. Das erfreut mein Herz. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich das Leuten sage, dass sie das zum ersten Mal hören. Das macht mich dann immer ein bisschen traurig. Aber es fasst es gut zusammen.
Vielleicht kann ich dann als Moderation eine Frage einfach auch nochmal in die Runde stellen. Das Thema des Festivals ist natürlich, oder steht auch unter dem Motto The New Normal. Vielleicht könnt ihr auch nochmal ein paar Einblicke geben. Wie schaffen wir das denn jetzt? René, du hattest schon Lokalgruppen erwähnt, die den Change dann auch an den Hochschulen vorantreiben können. Also was braucht es jetzt aus Studierendenperspektive, um dieses neue Normal mitzugestalten? Das ist vielleicht parallel. Es gibt eine Frage im Q&A-Tool. Kommt es häufig vor, dass euch nicht zugehört wird, quasi weil ihr Studierende seid? Wer möchte? Leonie, ich glaube, dazu bist du am besten qualifiziert. Also, das Ding ist halt, dass Studierende häufig als wenig qualifiziert wahrgenommen werden, dazu was zu sagen. Ne? Also es gibt ja an Hochschulen viele institutionalisierte Bereiche, wo Studierenden zugehört wird, in Gremien und so weiter zum Beispiel. Aber auch so Feedback-Kultur ist in den Fachkulturen natürlich auch komplett unterschiedlich. Also wie leicht es ist, Dozierenden was rückzumelden und so weiter. Aber es ist schon häufig so ein bisschen das Gefühl von, ja, aber ich habe ja sehr viel mehr Erfahrung und die Perspektive von den Studierenden ist halt so eingeschränkt und dass man das halt sich nicht wirklich auf Augenhöhe begegnet. Ich glaube, es ist nicht so, dass man sich gar nicht hört, sondern dass man einfach immer so ein bisschen denkt, naja, aber was wissen die denn schon? Und es ist wirklich sehr schwierig, da auf Augenhöhe auch wahrgenommen zu werden und mitzusprechen. Und vielleicht daran anschließend, um auf Jasmins Frage einzugehen, was wir Studierenden jetzt brauchen, um das neue Normal mitgestalten zu können. Ich glaube, es ist im Wesentlichen Offenheit von allen Beteiligten. Eben, was Leonie schon meinte, es gibt VertreterInnen in den Hochschulen, die Studierende eher als Lernende eben wahrnehmen und das war es dann auch schon. Es gibt natürlich auch zum Glück gute Beispiele, wo die Studierenden sehr wertgeschätzt und eingebunden werden, aber wir glauben, dass das eben der wesentliche Teil sein wird, dass man uns eben wahrnimmt, dass man uns hört und dass man eben auch die Heterogenität, die Diversität der Studierenden immer beachtet und dort sich versucht von Stereotypen oder alten Klischees da zu lösen und eben die unterschiedlichen Bedürfnisse, die unterschiedliche Studierende an unterschiedlichen Studienzeitpunkten zu haben, einzubinden und abzubilden. Und dazu würde ich vielleicht nochmal hinzufügen, genau, es passiert oft, dass die Dozierenden oder dass die Hochschulleitung die Studierenden zuhört, aber nicht die Kompetenz hinter den Studierenden sieht und da wäre es halt sehr wichtig, dass man Studierende fördert. Ein Beispiel von der Uni Frankfurt ist die studentische E-Learning-Förderung zum Beispiel, wo man Budget bekommt, um eigene E-Learning-Projekte durchzusetzen. Das ist eine super Initiative, super Projekt von der Uni Frankfurt, finde ich, wo man Studierenden einfach das Vertrauen gibt und sagt, probiert einfach mal ein Jahr lang aus mit einem gewissen Budget, was jetzt nicht riesig ist, aber wo man ausprobieren kann. Ich glaube, da kann man auch Studierende gewinnen, weil sie müssen ja auch irgendwie ihre Miete bezahlen und sie können ja nicht studieren, also nicht alle Studierende können studieren und dann noch wohltätig etwas machen, plus dann noch Hiwi-Tätigkeit ausüben, damit man die Miete bezahlen kann. Und deswegen kann man mit solchen Förderungen auch viel bewirken, denke ich. Noch eine Frage aus dem Chat, die vielleicht eine ganz gute Abschlussrunde darstellt, dann ist die Frage, eine Sache, die im Corona-Semester richtig gut lief und etwas, was richtig schlecht lief, in die Hose ging. Vielleicht, wer mag da mal einen Einblick geben oder aus eurer Perspektive berichten? René, magst du starten? Genau, also ich habe viele Stimmen wahrgenommen, an deren Hochschulen grundsätzlich die Ad-Hoc-Digitalisierung der Lehre erstaunlich gut geklappt hat. Da wurden zwar häufig nur analoge Konzepte digitalisiert, aber insbesondere in Anbetracht der Kürze ist das wirklich eine enorme Leistung und da zollen wir den Lehrenden auch Respekt dafür, dass sie das hinbekommen haben. Das lief wirklich gut. Was schlecht lief oder schlecht anlief zumindest, war die Studierendenbeteiligung.
viele Hochschulen sind im Krisenmodus in alte Muster verfallen und haben da sehr viel auf sehr präsidialer Ebene entschieden und die anderen Statusgruppen nicht mitgenommen. Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen, was ich cool fand, war zu sehen, wie viel dann auf einmal Skillsharing einfach betrieben wurde im letzten Semester, also wie viel Angebote es dann auf einmal gab, wie viele Leute bereit waren, ihr Wissen zu teilen, auch sehr niedrigschwellige Angebote auch zu schaffen, so also im Sinne von, man braucht halt nicht irgendwie einen voll ausgestatteten Raum für eine Live-Übertragung von einer Vorlesung, sondern du kannst halt gute Online-Lehre auch irgendwie mit einem Handy und einem Mikrofon machen und das fand ich ziemlich cool. Ich würde sagen, was ich am schlimmsten fand, war der lapidare Umgang mit dem Datenschutz von Studierenden, also der einfach so direkt mit dem Beginn des Schließen der Hochschulen eigentlich begonnen hat und eigentlich ich auch bisher nicht sehe, dass sich das irgendwie verbessert hat. Also ich finde, dass Studierende gezwungen waren, ganz viel auf Dienste von DrittanbieterInnen auszuweichen, dass die ganze Sache mit dem Online-Proctoring dann halt, dann jetzt Gesetzesänderungen zum Teil kamen, dass es halt möglich ist, das rechtlich zu machen in Deutschland, aber halt erst nachdem die Hochschulen schon angefangen hatten, das zu machen und dann halt Druck auf die Politik ausgeübt haben. Das fand ich wirklich sehr problematisch und hat halt für mich gezeigt, dass halt der Datenschutz von Studierenden halt doch für viele Hochschulen ein Add-on ist. Und das war für mich halt so ein bisschen sehr zirkulär, nachdem ich ja genau am Anfang von meiner Changemaker-Zeit dazu auch schon gesprochen hatte. So, unten läuft die Uhr. Wir müssen leider an der Stelle die Diskussion abschließen. Es gibt noch weitere Möglichkeiten mit den Changemakern. Heute in einem Vortrag von Ines und Leonie. Morgen gibt es einen Workshop zu Lokalgruppen mit René, Alexa und Jenny aus dem neuen Jahrgang. Es gibt viele Möglichkeiten, mit den Changemakern weiter heute im Austausch zu sein, heute und morgen. Nutzen Sie gerne die Gelegenheit. Vielen Dank an die Runde für die spannenden Einblicke, die Diskussion im Anschluss. Und ich schicke hiermit alle zurück in die Lobby und wünsche uns allen noch einen tollen, inspirierenden Tag. Bis später. Dankeschön. Tschüss.